Glückliches Ende eines Schulausflugs voller Schrecken in Italien. Die Polizei kann bei Mailand 51 Kinder aus der Gewalt ihres Busfahrers befreien, der das Fahrzeug mit Benzin begossen und in Brand gesetzt hat. Die Schüler an einer Oberschule kehren von einem Sportausflug zurück, als der Fahrer plötzlich die Route ändert und verkündet, dass sie seine Geiseln seien. Er ruft, niemand kommt hier lebend raus. Dann nimmt er den Schülern die Handys ab und fesselt sie. Einem der Jugendlichen gelingt es jedoch, seine Eltern anzurufen, die ihrerseits die Polizei verständigen. Die Polizisten blockieren den Bus, schlagen die Fenster ein und bringen die Kinder ins Freie, bevor das Fahrzeug in Flammen aufgeht. Mehrere Schüler müssen wegen Rauchvergiftungen behandelt werden. Der 47-jährige Fahrer mit senegalesischen Wurzeln soll seine Tat mit dem Tod von Migranten im Mittelmeer begründet haben. Die Behörden schließen einen terroristischen Hintergrund nicht aus. Der Mann hat aber offenbar keine Verbindungen zum radikalen Islam.